Hi Leute und willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, wir sind in der letzten Folge bei den Kaer Mauerherren angekommen. Und da werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer umschauen und gucken, was wir hier so eigentlich alles Tolles finden. Was müssen wir sonst denn machen? Finde Eskel und hilf ihm. Finde Yennefer und hilf ihr, das Megaskop zu reparieren. Und sprich mit Lambert. Okay, drei Aufgaben. Genau wie für uns gemacht. Ein Busch. Zaunrübe. Pusteblume, Pusteblume. Ja, sieht ja fast alles so aus, wie wir es verlassen haben damals. Rede mit Wesemir. Nein, das wollte ich nicht machen. Ah, schick, schick. Sieht genauso schick aus wie am Anfang. Die Schatteneffekte sind cool. Und gut. Und dann helfen wir mal Eskel, ne? Wie man einen Gabelschwanz anlockt. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Dein Wort in Gottes Ohr, Geralt. Dein Wort in Gottes Ohr. So. Laufen, laufen, laufen. Ich könnte bestimmt auch reiten, oder? So, wo ist er lang? Geradeaus. Gradit. Hier. Über Stock und Stein und über Wasser. So, jetzt wird es kompliziert. Ich nehme nicht an, dass er jetzt hier weitergeritten ist. Das wäre ja zu einfach. Ah, doch. Okay, probieren wir mal die Plötze-Variante. Ob das geht, ja. So, Eskel ist jetzt hier rein. In den Wald. Ja, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Jetzt sehe ich die Spur nicht mehr. Toll. Da oben, da, hier, hoch, hoch. Plötze drehen. Los, los. Jawohl. Auch vielleicht steht er vor mir und ich sehe nichts. Mach langsam. Absteigen. Hier könnten wir ja irgendwas looten. Rohes Fleisch. Toll. Wo ist denn der hin? Jetzt reitet er aber gerade ein bisschen wild links, rechts, ne? Schönes Zickzack. Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Untersuche den Bereich um Eskels Pferd. Eskels Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Oh, verbessertes Drakonitenöl. Schön. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Okay, wir haben gerade verbessertes Öl bekommen, das heißt, das lege ich erstmal an. Und damit denke ich, sollte auch klar sein, dass ein Gabelschwanz ein Drache quasi ist. Felsen. Hier ist Endstation. Toll, ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Geruchsprobe von der Ziege. Hier bestimmt ein Holzstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, es stinkt. Na, das müsste dann ja reichen.
Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Da sind wir. Die hat sich nicht selbst hier angepfloppt. Ja, das nehme ich auch nicht an. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Das finde ich auch, Eskel. Das finde ich auch. Dich auch. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Ist nicht so toll, wie es klingt. An deiner Stelle würde ich mich glücklich schätzen. Richtig. Man muss schon reichlich Champagner trinken, um den Kaviar runterzuspülen. Harte Sache. Psst. Hörst du? Er kommt. Na dann wollen wir mal. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob das Öl noch drauf ist. Das ist noch drauf. Gibt's sonst noch irgendwas Hilfreiches im Bestiarium zum Gabelschwanz Drakoniden? Wo sind sie denn? Da oben. Hab ich noch nicht. Na dann. Okay. Also ich nehme erstmal Schwänze. Daneben. Ja, hab mal gehört, so Drachen haben auch nur mal so einen Schwanzschlag, ne? Und weg. Na, so schlecht sieht's auch gar nicht aus. Er hebt ab! Auf die Flügel! Hinterher, hinterher! Er darf uns nicht entkommen! Ach. Immer der gleiche Scheiß. Eskel, was hast du uns hier nur wieder eingebrockt? Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Ja. Und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Na, schauen wir mal. Erstmal hier hoch. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein. Was, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl sein... Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Le Coq et Mort, Le Coq et Mort. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Ja. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Na da, das wollen wir doch mal hoffen, ne?
So, finden und töten. Crush, kill and destroy. Ah ja. Einfach mal hoch hier. Hier ist auf jeden Fall die Blutspur. Hier geht's auch hoch. Nicht. Doch hier. Geht doch hoch. Geralt, würdest du bitte? Danke. Oh. Bisschen dunkel. Oh, Ende. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Sagst du mir noch, mit welcher Messerseite ich schneiden soll? Mit der scharfen. Los, Beeilung! Looten! Großfleisch, Drachenschuppen, Gabelschwanzhaut. Okay, im Gabelschwanzmutter gehen, dann wieder raus hier. So, hier ist ein leichter Abstieg. Muss ich aufpassen, dass ich mich gleich hier töte. Yeah. Zum Glück hat er nur ein bisschen was verloren. Ist hier in der Ecke irgendwas? Ja, irgendwas ist hier. Verwesendes Fleisch, lecker und eine Rehhaut. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? So früh am Morgen? Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Was kriegt derjenige? Ich könnte einen neuen Sattel gebrauchen. Bonanza. So, da kommt Eskil angeschossen. Ich glaube, so weit war es gar nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Wie sich das mit der Pferdeausdauer so gestaltet. Bisschen aufladen, solange Eskil noch nicht da ist, und jetzt wieder Gas geben. So, jetzt ist er zwar hart hinter mir, aber jetzt müsste meine Ausdauer erreichen. Denn Kaer Morhen liegt ja schon da vorne. Ja, sieht gut aus. Oh. Echt jetzt? Echt jetzt? Toller Scheiß. Ich würde dich auf einer lahmen Sau besiegen. Der war gut. Ich hab dich unterschätzt. Oder besser, Skorpion. Wirklich ein schnelles Pferd. Und ich hab dich überschätzt. Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, hätte ich was gewettet. Na schön. Sag deinen Preis. Hast ihn verdient. Ich hab seit einer Weile Lust auf Mahakam-Schnaps. Nichts brennt so wie der. Beim nächsten Mal habe ich eine Flasche für dich. Versprochen. Wehe, wenn nicht. Die Ecke war fies. Die Ecke war ganz, ganz fies. Stufe 21. Ja. Wie viel gab's denn? 600, das ist ordentlich. Dann könnten wir uns doch gleich mal wieder hier unserem Charakter widmen. Und gucken, was wir noch so Tolles machen können. Wir haben noch 3 verfügbare Punkte. Anständig. Ich hatte ja irgendwann gesagt, ich möchte mal die starken Angriffe auch noch machen, ne? Wie brauche ich denn 15 Punkte für die nächste Stufe? Nee.
20, uiuiui. Ja, starker. Und starker. Und starker. Genau, und in dem Fall nehme ich den weg und tue die starken Angriffe mal rein. Nein, nicht der Verflucht. Was hatte ich denn da jetzt drin? Den, ne? Ja. Das auswählen und jetzt den. Tada! So, geht doch. Wann gibt's das nächste? Auf Stufe 22. Sehr schön, 26 und 30. Na gut, na gut. Läuft ja so langsam, ne? So, dann mal hoch. Also irgendwie das Rennen runter am Anfang war schöner. Lass mich rein, liebe Leute. Ich bin's, der Geralt. Da lang. Es ist ganz schön verwinkelt hier und ganz schön runtergekommen. Hallo? Ah, ich höre. Eskel, hallo. Beeindruckendes Exemplar. Ein Monat Spurenlesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Lecker. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen, aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Öffne seinen Bauch. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung, aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Kopper und ein Goldring. Willst du den Yennefer geben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Lass Sie mal. Trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Lecker. Nette Clown. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Also gar nicht. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. Bis dann, Eskel. Ach so. Da ist Lambert, den habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das? Brauchst du Tränke?
Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Bereit. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Oder das. So, Lambert, gib Gas. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertäut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. So, ich speichere mal eben. Ich habe hier schon wieder Angst um meine künstlerischen Fähigkeiten zum Laufen. Dass ich hier abstürze. Über Stock und Stein geht's hier. Was ist denn das für ein Weg? Mann, Mann, Mann. Und ich müsste mal das Quest aktualisieren, ist aber noch mal falsche. So. Folge Lambert. Los, Lambert, zeig alles, was du kannst. Wo müssen wir denn hin? Oh, hallo. Ach so, Harpchen. Na los, kommt runter, ich erwarte euch schon. Hat ja noch Wölfe. Und Gnadenstoß, jawohl, ja. Und nochmal ein Gnadenstoß. Einen Gnadenschuss haben wir noch, oder? Komm jetzt Mami und Papi. Die halten ein bisschen mehr aus. Ach, komm doch her. So. Wieder einer weniger. Das war's. Folge Lambert, genau. Warum steckt den Geralt schon wieder sein blödes Schwert weg? So, Ende. Meine Fresse. Lambert, komm, wir essen zeitig. Geralt? Geralt? Ja, was ist? Na, was greift uns da als nächstes an? Ich hoffe ja bald gar nichts. Kommst du mit Wiese wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg.
Hütte am See. Verdammt! Hab's genau hier vertreut, ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Was? In die Büsche? Ich will erstmal ins Haus rein. Gucken, ob hier irgendwas Tolles drin ist. Genau, gar nichts. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, finde das Boot. Da. Ertrunkene Leiche. Leiche. Wer immer die verstümmelt hat, ein Mensch war es nicht. Setze deine Hexersinne ein, um einen herauszufinden, wie der Ertrunkene beim Töten. Okay. Eben mal fix ein kleines Nebenquest machen, ne? Ist ja kein Problem. Das Problem ist, dass ich hier gerade gar nichts sehe. Aha, hier. Noch ein Ertrunkener. Noch schlimmer zugerichtet. Und die Ertrunkenen kennen wir schon. Alles voller ertrunkenen Leichen. Der Jäger muss ziemlich mächtig sein. Das heißt, welcher Jäger könnte es sein? Denn ich war es nämlich nicht. Obwohl ich mächtig bin. Ja, wenn da Oriens drin sind, dann nehmen wir sie mit natürlich, ne? Jetzt gehe ich aber nochmal hier rein. Vielleicht ist jetzt was. Nee. Wo bin ich denn hier? Ich fürchte, das sieht gerade nicht gut aus. Ich gehe halt hier. Okay, hier ist erstmal irgendwo Luft. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Irgendwie im Boot drin. Wie komme ich denn aus diesem netten Boot wieder raus? So. Schwimmen wir mal ein bisschen. Ah ja, ich wollte gerade sagen, schwimmen wir mal ein bisschen aus dem Meer raus. Da werden wir bestimmt was sehen. Was ja auch der Fall ist, habe ich ja eben schon. Da hinten ist es rot. Erstmal auftauchen. Noch eine Leiche. Und noch eine. Mann. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm ertrunken gemetzelt. Ja, nur wo ist der Grobian? Und was ist daran eigentlich das Problem? Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. So, ich würde sagen, da unten ist der Grobian. Sind die Ertrunkenen? Sollte ich denen folgen? Erstmal wieder auftauchen, sonst sterbe ich gleich.
Wo auch immer ich hier bin, ne? So, jetzt bin ich da schon ziemlich nah an den Ertrunkenen dran, oder? Aber muss ich da überhaupt hin? Ich glaube ja eigentlich nicht. Das ist ja eindeutig nicht mehr im Gebiet drin. Dann mal wieder zurück an Land und einfach mal gucken, was ich da noch so finde. Auftauchen. Geralt, mach keine Zicken hier. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Das ist richtig, aber ich weiß auch noch nicht, wo ich diesen langweiligen Kerl finde. Was viel schlimmer ist. Och, Geralt, du machst echt nur Scheiße, ne? Hoch hier. Haben wir hier noch was? Ja, hier geht's weiter. Auch wenn ich die Ertrunkenen hier noch nicht finde. Sagen wir mal, eine Hexe sind ja, hier bin ich richtig irgendwie. Ich höre ja auch schon was, aber was denn? Was denn? Aha, hier. Jetzt wird's langweilig. Irgendein Grobian hat einen ganzen Schwarm Ertrunkene gemetzelt. Und da ist dann Eingang zu einer Höhle, oder? Sieht so aus. Da ist auch noch die nächste Leiche. So einen großen habe ich nicht mehr gesehen seit Ewigkeiten. Irgendwas sagt mir, dass er ein wenig aufgebracht ist. Möglich. Inventar, Bestiarium, Trolle, Unterfall. Und der Geister bestimmt nicht. Hybriden? Nö. Konstrukte eventuell. Nein. Nekrophagen mit Sicherheit auch nicht. Felstrolle. Urinöl und Quen. Habe ich das Öl? Inventar. Dieses Öl. Dieses Öl wird kein leichtes sein. Vampiröl und Nekrophagenöl. Hier haben wir hier unten noch Öle. Sieht nicht so aus. Dann muss ich mal bei Alchemisch fix gucken, ob ich das kann. Öl. Alkohol, Bomben, Quest, nein. Okay, verbessertes Nekrophagenöl. Wie das aussieht, kann ich das überhaupt noch nicht. Na gut, dann. Na toll. Oh, hallo. Ach. Waffe wechseln, ne? Aber ein anderes Silberschwert werde ich nicht haben. Und Reparatursets habe ich natürlich auch nicht. Was auch sonst. Ah. Okay, er blutet. Das ist schon mal wichtig. Dass er blutet. Autsch. Gleich nochmal eine Schwalbe hinterher. Ah.
Ja, geht, geht. Ich denke, den könnten wir schaffen. Jetzt müsste er gleich wieder irgendwas werfen, ne? Und dann nicht. Ah, verdammt. Echt warten. Und weg. So, Quen ist da. Ah, immer das gleiche. Noch später also. Na komm, greif an. Möchtest du doch jetzt, oder? Und weg. Das hier ja. Jetzt mach meine starken Angriffe auch mal ordentlich Schaden. Jawohl ja. Wenn ich schon hier bin, kann ich mich ja auch umsehen. Richtig, wenn wir schon mal hier sind, was haben wir denn hier? Pilze. Alter Brief. Der Troll scheint nicht ganz ungeschickt, aber dass er schreiben kann, hätte ich nicht gedacht. Notizen. Das Siegel der Salamandra. Wohl aus der Zeit, in der sie Kaer Morhen angegriffen haben. Okay, hier lesen wir gleich. Unser Troll verabscheut wohl Ertrunkene. Lies den Brief. Ja, hier ist der Brief ja wieder nicht. Phylakterium. Ist der Brief hier, oder? Ja. Die vom Professor ausgewählten sollen sich zur bezeichneten Zeit vor der Festung einfinden. Wer zu spät kommt, die passende Ausrüstung nicht dabei hat oder ungehorsam ist, ist des Todes. Wir beginnen unseren Angriff auf Kaer Morhen mit unserem Einschüchterer. Es soll kein großes Problem sein, sich der Festung zu bemächtigen, die dem Vernehmen nach nur eine Handvoll Hexer gehalten, von einer Handvoll Hexer gehalten wird. Also beeilt euch, 50 Orients erwarten euch für jeden abgeschnittenen Mutantenkopf. Sobald wir die Geheimnisse der Hexer an uns gebracht haben, müssen wir uns trennen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Jeder von euch muss dann auf eigene Faust nach Visima zurückkehren, dort finden wir uns wieder zusammen. Azar Javed. Ein Angriffsplan für die Festung. Das habe ich anders in Erinnerung. Der Troll muss dessen Besitzer noch vor der Festung abgefangen haben. Offenbar haben wir dem Troll einiges zu verdanken. Guter Troll. ...50 EP, na gut. Ja, aber ich denke, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Ja, haben wir einiges gemacht. Einen Drakoniden verkloppt, einen Troll verkloppt. Und als nächstes werden wir zum Kreis der Elemente gehen, oder wie das heißt. Und das machen wir genau in der nächsten Folge. Also Leute, macht's gut, ciao.